Schauen wir mal, ups. Jetzt ist mein Kopf abgeschnitten. So, jetzt aber. Jetzt müsste es gehen. Okay, haben wir es. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute werde ich Süßigkeiten testen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Einmal Schoketten in dreifacher Ausführung. Einmal in Pistazie, einmal in Salted Karamell und einmal in Haselnuss-Kakaobasse. Dann von Eileen die irischen Reiscracker, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und einmal von Haribo die Joghurtis. Und ich würde sagen, ich fange etwas Schokoladiger an. Und zwar, am meisten bin ich gespannt auf Goldpistazie. Wann gibt es schon mal Schokolade mit Pistazienfüllung? Ist zwar weiße Schokolade, aber gut. Ich fange an mit den Haselnuss-Kakao-Waffeln. Die sind auch neu. Ist irgendwie so eine Gold-Edition von den Schoketten. Und ihr wisst, ich und Haselnüsse sind nicht so die Freunde. Aber vielleicht schmeckt es ja trotzdem ganz lecker. Oh, es duftet. Es duftet so ein bisschen. Es duftet sehr lecker. So ein bisschen wie Hanuta und Duplo und ja, halt so typisch Schokolade mit Haselnuss. Also es duftet echt sehr lecker. Na wunderbar. Richtig gut. Aber da kann man nicht so viele essen. Eins und es reicht. So. Es geht weiter mit Salz-Karamell-Kriss. Edelvollmilchschokolade mit Reis-Krispies und gesalzene Karamellfüllung. Die sind ja auch köstlich. Ich finde, das Karamell schmeckt so ein bisschen butterig. Nicht so salzig, finde ich, aber lecker. Richtig lecker. Bevor es zu süß wird, jetzt was Salziges. Und zwar diese leicht gesalzenen Reiscracker aus Irland. Bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. So sehen die aus. Und ich hatte ja die Vermutung, dass die vielleicht eventuell wie Chips schmecken. Aber Eileen meinte, nicht wie Chips, wie Tux, aber Eileen meinte, dass die doch ein bisschen anders schmecken. Die schmecken wie Reiswaffeln, nur in hart und ein bisschen salzig. Die schmecken echt wie Reiswaffeln. Nur, dass sie halt dünner sind und wesentlich härter und knuspriger. Nicht so puffig, sondern einfach hart. Und dann halt leicht gesalzen. Teste ich die Joghurtis von Haribo. Und da frage ich mich, was der Unterschied ist zwischen den anderen. Das kann ich euch nochmal zeigen. Da gibt es ja von Haribo Fruit Mania. Den habe ich gestern Abend noch aufgemacht. Die sind auch mit Joghurt. Und es sind eigentlich so ziemlich die gleichen Sorten. Bis auf, hier ist noch Aprikose drin und hier dafür Pfirsich-Maracuja. Nee, hier ist auch Pfirsich-Maracuja drin. Welche Sorte? Also Aprikose gibt es ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat man neulich schon gehalten bei der App. Ich sehe jetzt auf die Schnelle nicht, welche Sorte es hier nicht gibt. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ah, hier gibt es Zitrone und hier dafür Aprikose. Jetzt. Ansonsten sind alle Sorten gleich. Genau, deswegen bin ich sehr gespannt, wie die jetzt schmecken. Also diese mit Magermilchpulver und diese mit 5% Magermilchpulver und die mit 6%. Lustig. Oh, da kommt die Lotte. Können wir eine Runde tropfen, Schatzi? Können wir eine Runde tropfen? Und jetzt kommt der Erik auch noch. Erik kommt und Bruno flüchtet. Oh je. Na gut, ich mache das jetzt noch zu Ende und dann tropfe ich eine Runde und hoffe, dass die Lotte noch da ist und nicht schon wieder im Schlafzimmer ist.
So, ich teste mal Zitrone. Die sind von der Konsistenz her ein bisschen, also anders von der Konsistenz als die hier. Aber sind eigentlich ganz gut, aber ich mag die trotzdem lieber. Die Schoketten Gold Pistazien. Okay, die riechen eigentlich nach nichts. Ich bin gespannt. Also weiße Schokolade ist nicht wirklich mein Fall. Das ist das erste. Und diese Pistaziencreme, die würde wesentlich besser schmecken, wenn die leicht gesalzen wäre. Also schmeckt eigentlich ziemlich nicht so intensiv und nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also mir schmecken tatsächlich die beiden Tafeln besser. Salz-Karamell-Crisp und Haselnuss-Kakao-Waffel. Das hier, ja, ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Und die weiße Schokolade finde ich jetzt ein bisschen lasch. Aber ansonsten, die beiden Sachen kann ich euch voll und ganz empfehlen. Die sind echt richtig lecker. Wie ihr mitgeht mit der Emmy. Jetzt war ich noch mal kurz einkaufen und zwar Topfen. Der ist so lecker in Rahmstufe. Mein Gott, ist der gut. So richtig rahmig, sahnig, cremig. Ups, mir fällt heute alles runter. Dann Melisse für den Bruno. Vielleicht hilft, hat ja eine beruhigende Wirkung, weil er ja so aufgeregt immer ist. Und dann noch Creme Fraiche. Zweimal. Prima. So, dann kriegen sie einmal ihre Medizin, ihr Gladiator. Erstmal die Lotte, wenn sie gerade schon da ist. So, schön, einmal runter essen. Die Emmy. Manche nehmen es besser, wenn ich sie auf den Schoß nehme, die Medizin. Wenn ich der Emmy nämlich so die Medizin geben würde, würde sie sich wegdrehen. Aber wenn ich sie auf den Schoß nehme, dann ist es eigentlich ganz gut. So, und die Holly und der Bruno, denen schmeckt es auch so. Holly macht sogar Männchen dafür. Und der Bruno mag das eigentlich auch ganz gerne. Ist auf jeden Fall auch pflanzlich. So, jetzt ist der Bruno nur eingebaut. So, dann haben wir das schon mal. Das ist so süß. Ich habe Karottensaft frisch gepresst und Holly, unser kleines Schleckermäulchen, kommt dann natürlich und möchte auch Karottensaft. Frisch gepresst schmeckt es dann doch am besten, gell? Oh Gott, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ja, Holly möchte auch gerne einen Karottensaft. Conny, schau mal, bist extra gekommen. Oh, ist das fein. Möchte von euch jeder Karottensaft? Ja? Oh
Gott, ist das süß. Du auch noch mal, Bruno. Komm her, Em. So, jetzt kriegt die Emmy noch einmal. Das schmeckt so gut. Kriegt die Emmy was? Holly, doch für die Emmy. Keine Chance. Die Emmy schläft unter Lottes Ohr. Bis morgen. Tschüss.